Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ihr könnt euch alle erinnern, ich habe letzte Woche die 1000 Subscriber erreicht und habe deswegen ein kleines Gewinnspiel gestartet. Und wir wollen uns jetzt mal anschauen, wer die glücklichen Gewinner sind. Let's go! Kurz vorab, das hier ist keine Werbung oder so. Ihr seht hier jetzt ein Tool, das Ganze heißt pickawinner.co. Wir wollen ja, dass das Ganze fair abläuft und der Gewinner fair ermittelt wird. Hier könnt ihr dann einfach, falls ihr das selber mal verwenden wollt, einen Link zu einem YouTube-Video hinterlegen und könnt dann auf Fetch klicken. Ich habe das Ganze jetzt natürlich das mit dem Video zum Gewinnspiel gemacht. Klickt hier auf Fetch, könnt ihr dann noch ein paar Einstellungen machen und klickt dann einfach auf Continue. Jetzt lädt er die ganzen Kommentare. Ihr seht, wir haben 55 Kommentare. Das sind jetzt auch wirklich nur Kommentare. Keine doppelten Kommentare, sondern wirklich 55 von euch, die kommentiert haben. Und jetzt wählen wir den ersten Gewinner. Herzlichen Glückwunsch, Ömer Özkuluk. Du hast 25 Euro Battle.net-Guthaben gewonnen. Bitte, bitte melde dich bei mir. Mein Battle.net-Tag findest du in der Videobeschreibung oder blende ich jetzt hier auch nochmal eben ein. Bitte melde dich bei mir und dann kann ich dir 25 Euro Battle.net-Guthaben zukommen lassen. Herzlichen Glückwunsch. So, das war Nummer 1 und jetzt geht's los. Nummer 2, Trommelwirbel. Willi Radetzko, herzlichen Glückwunsch. Auch du hast 25 Euro Battle.net-Guthaben gewonnen. Auch du, mein Battletech ist unten in der Videobeschreibung, hier jetzt auch nochmal eingeblendet. Bitte, bitte melde dich bei mir. Herzlichen Glückwunsch an die beiden Gewinner. Bitte meldet euch unbedingt bei mir. Das wäre echt eine super Sache, dass ich euch die 25 Euro dann auch zukommen lassen kann in Battle.net-Guthaben. An alle anderen, vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt bei dem Gewinnspiel und vielen Dank, dass ihr mich so krass supportet hier auf YouTube. Mein Name ist Sifa, ich wünsche euch viel Spaß in Dragonflight, macht's gut, bis zum nächsten Mal, ciao!